Einen schönen guten Tag, liebe Jedi. Willkommen zurück bei Star Wars Jedi Survivor. Let's go! Geht weiter. Mit unserer lustigen Jedi-Truppe und zusammengewürfelten Leuten. Und ich denke mal, wir sind auch ready jetzt, den nächsten Abschnitt der Story heranzugehen. Was auch immer passieren wird, ich bin bereit. Wie war es, Zeit mit Meister Cordova zu verbringen? Ein unerwarteter Segen. Obwohl ich jetzt Konkurrenz habe. Was meint er damit? Meine Anachoreten folgen ihm überall hin. Sie verhätscheln ihn, bringen ihm Symbole ihres Respekts. Erstaunlich. Vielleicht sollte ich mit ihm reden. Unbedingt. Er kann dir bestimmt viel beibringen. Wir wollen ja eh mit ihm reden. Wie läuft's? Sieh es dir selbst an. Meister Cordova, ihr habt's geschafft. Imperiale Truppen greifen aus allen Richtungen an. Sie wissen, wo wir sind. Schafft eure Leute weg. Ich halte sie auf, solange ich... Lord. Es tut mir wirklich sehr leid. Mein Junge. Du musst das nicht tun, hörst du? Nein! Meister Cordova! Er ist tot! Baut er den Kompass hinterher! Wir hatten doch so eine schöne Bromance mit ihm. Wir waren Freunde. Baut, wie konntest du nur... Schwein! Verrat. Und das Imperium kommt noch, wie ich vermutet habe. Und wahrscheinlich werden sie von dem einen Lord angeführt. Ist er unten lang oder oben lang? Ich weiß gerade nicht. Aber es ist unten lang. Aber wo ist er lang? Hier durch. Ah, okay, jetzt kommen wir. Ja. Jetzt kommen wir zu dem Gerät, das wir letztes Mal gesehen haben. Oh, wie cool ist das denn? Das macht ja mega Spaß, damit zu fahren. Oh, da muss ich an Star Wars Racer denken. Das war so ein geiles Spiel. Holy fuck, hat das Bock gemacht. Oh Gott, eine Slow-Mo. Ja, warum tut er das? Warum verrät er uns? Weil er Angst um seine Tochter hat, oder? Aber... Könnte doch trotzdem einfach mit uns kooperieren. Alter, guck mal, was die für Geschütze hier auffahren. Na toll. Puppen auch noch. Hände weg! Das war ja geil. Die Action ist gut. Ich finde diesen Abschnitt bisher ist der geilste im Spiel. Es macht so Laune. Ist richtig gut. Wo wird aber auch kein Meter langsamer, ne? Ah, komm ich ran. Er und sein Jetpack halt, ne? Cutscene.
Wieso? Wieso, Boat? Hierfür! Wir haben gemeinsam dafür gekämpft. Und du willst es einfach so dem Imperium geben? Ich werde es dem Imperium nicht geben. Du hast Meister Cordova getötet. Kerl, du hast keine Zeit für diesen Kampf. Etwas Schreckliches ist auf dem Weg zum Archiv. Hör auf deine Instinkte. Du weißt, dass ich recht habe. Was hast du getan? Wenn du deine Familie wirklich retten willst, musst du sie da rausholen. Sofort. Was hast du? Er ist ein Jedi? Nee. Das kann nicht sein. Du bist nicht der einzige Überlebende. Oh, komm schon. Wirklich. Jetzt hatten wir es mit Dagon zu tun und jetzt ist er noch ein Jedi. Er ist saustark. Ich kann mich nicht heilen, ich hab mir die eins nicht. Kacke. Gott, ich bin Game Over. Musste das so kommen? Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, ich musste gegen ihn verlieren, oder? Das ist ja Blödsinn. Ich kann mich hier im Kampf ja nicht mehr heilen. Aber wenn er das nicht dem Imperium übergibt, wem will er den Kompass denn dann geben? Oder will er ihn für sich? Glaube ich aber auch nicht. Aber dass der jetzt auf einmal ein Jedi ist, das kommt auch irgendwie aus dem Nichts. Das ist halt so... Spüren Jedi das nicht irgendwie? Die Anwesenheit von anderen Jedis oder Sith? Voll geil, dass ich auch Respawn drücken musste, um mich wiederzubeleben. Und jetzt geht die... Jetzt geht die Cutscene weiter. Da oben! Komm zurück! Wir spielen jetzt mit ihr! Ja, geil! Endlich mal Abwechslung, was die Charaktere angeht. Meine Fresse, wird ja mal Zeit. Linker und rechter Stick drücken, um eine schützende Barriere rund um Zier zu erzeugen. Halt. Voll geil, vor allem gegen mehrere Truppen des Imperiums. Ihr Lichtschwertkampfstil ist sehr aggressiv und geil. Lange Schiffe! Müssen Sie so lange wie möglich aufhalten! Und er stößt die Gegner weg und tötet sie direkt. Ich habe eine böse Vorahnung, was kommt. Boats hat es ja schon angeteased, ne? Auf den Boot! Zieht ihr Feuer auf euch, damit die anderen evakuieren können! Boah, hat sie nicht gemacht. Maren, alles in Ordnung? Ja,
aber das Imperium greift das Haupttor an. Ja, sie ist halt eine Edelmeisterin, ne? Jetzt hat sie mich auf dem Kasten. Ah, wir können Marin jetzt Befehle geben, okay. Ja. Action ist gut, würde ich sagen. Ah, sie kann den Machtkreis auch nutzen, meditieren. Ja, aber bei ihr gibt es natürlich nur Ausruhen, weil Cal ist ja der eigentliche Held der Geschichte. Ich kenne eine Abkürzung. Bleib zurück. Wir müssen den Hangar bis zum Abschluss der Evakuierung halten. Warum ist die Basisverteidigung nicht aktiv? Etwas stimmt nicht. Flieht, wenn euch euer Leben lieb ist. Verweist eure Dominanz, sonst wirst du verraten. Aber das waren sicher nicht die Letzten. Wahrscheinlich nicht. Hast du Cal gesehen? Nein, aber BD war bei der Mantis. Sie evakuieren so viele wie möglich. Da sind Kampfläufer. Sie dürfen nicht durch das Haupttor brechen. Okay, wir müssen hier runter. Da vorne sind die. Vorne sind die Gegner. Ich bin an deiner Seite, Ziel. Nach oben. Wir müssen die Kampfläufer stoppen. Ja. Wir müssen diese Kampfläufer zerstören. Oh Gott. Da fall ich runter. Und die Kugel. Wow. Gute Verteidigungsmechanik. Bin baff. Kann nicht durch. Auf der zweiten Ebene gibt es noch mehr Geschosse. Gut, die werden wir brauchen. Das Ziel ist so stark. Was zum Teufel? Die Kampfläufer werden bald durchbrechen. Was waren die? Das hält sie erstmal auf. Meisterin Xander, das Imperium ist in die Tunnel eingedrungen. Versuchen, das Hangartor von innen zu öffnen. Zum Ha... Marin, kannst du... Natürlich. Ja, dann müssen wir schnell zum Hangartor, würde ich sagen. Yes. Das ist ja das komplette Chaos. Oh Gott. So viele Tote. Und es werden noch viel mehr sterben, wenn wir den Hangar nicht sichern. Ich hab's gecallt, das Imperium schlägt auf jeden Fall nochmal zurück.
Nova. Er würde wollen, dass wir aus dem Archiv möglichst viel mitnehmen. Und die Kontaktcodes. Sie dürfen dem Imperium nicht in die Hände fallen. Um keinen Preis. Sie öffnen das Tor. Dann werden wir sie stoppen. Okay, aber wo geht's runter? Da ist die Mantis. Andere Seite, glaube ich. Also der letzte Abschnitt jetzt hier, auch mit der Verfolgungsjagd gegen Boat und der Kampf gegen ihn. Ja, das ist schon ein absolutes Highlight des Spiels, muss man sagen. Also das ist definitiv. Das sind definitiv die stärkeren Momente. Auch jetzt hier gegen die ganzen Truppen und alles. Was jetzt? Runter zum Hangar. Hier gibt es so viele Meditationspunkte, an denen wir speichern können. Einfach, weil man mit ihr wahrscheinlich auch schneller drauf gehen kann. Sie hat nur 4 Heilungen, aber es reicht. Ich habe sie noch bis auf einmal nicht wirklich heilen müssen. Gut gemacht. Du auch. Grease, hören Sie mich? Ja, was für eine schöne Überraschung. Bleibt in der Mantis, bis wir den Hang. Warum teleportieren sich NPCs einfach von einer auf die andere Seite oder irgendwo anders hin? Mitten in dem Raum am besten noch. Drängt sie zurück! Kämpfe weiter! Ich werde hier sterben, wenn es sein muss. Was machst du hier? Ich werde dich... Unterstützt mich. Dein Schicksal ist geschieden. Ich werde mich fallen. Jedi Meister, können wir das schaffen? Hab Vertrauen, wir werden sie stoppen. Lass deine Waffe fallen. Ich bin es Feuerpunkt PNG. Das ist ja ein schöner Kampf. Oh Scheiße, der auch noch. Ich lasse nicht zu, dass du mich eliminierst. Jetzt gilt es. Ausgezeichnete Arbeit. Sie sind hier. Kann sie aufhalten. Sie werden den Hangar zerstören. Dann müssen wir das zu unserem Vorteil. Genug! Der Eingang ist verschüttet. Bin ich froh, euch beide zu sehen. Danke für die Hilfe. Was Neues von Kerl? Nein, noch nicht. Ich bin sicher, es geht ihm gut. Wahrscheinlich hat er nur seinen Comlink abgeschaltet. Sir, was jetzt? Wir fliehen, bevor ihre Hauptstreitmacht eintrifft. Dann werden wir uns am Treffpunkt sammeln. Zuerst werde ich aber zurück ins Archiv müssen. Die Kontaktcodes des versteckten Pfads. Ich komme mit... Nein. Marin, du musst hier bleiben und die Mantis verteidigen. BD, geh mit dir. Halten Sie sich bereit, Grease. Wir sind bald zurück. Hey, Sir. Kommen Sie wieder. Sie schaffen das. Danke, Grease. Grease ist der eigentliche G. Ja, da war mal viel Knarren. Ah, ich find's aber noch geil, dass wir in diesem Abschnitt mit ihr spielen. Das ist so cool.
Steht noch wer rum? Hat einer überlebt? Oh nein! Er hat die ganze Katze mit angehört. Wir können ihn nicht am Leben lassen. Ah, schön. Aber BD1 ist jetzt auch mit am Start. Trotzdem habe ich nur noch 2 Heilungen. Hm, blöd. Okay. Zurück ins Archiv also. Ich kann mit BD1 mit ihr auch keine Karte öffnen. Also es geht nicht. Ich glaube, hier war es, ne? Ne, da kamen wir runter. Hier durch? Naja, genau. Ich hoffe, Cal ist okay. Aber wir müssen uns beeilen. Noch haben wir Zeit, die restlichen Anachoreten zu evakuieren. Und Anachoreten, das ist ein komisches Wort. Will wird aber, denke ich mal, Star Wars Lore konform sein. BD1, bring das zum Mantis. Wir sehen uns an. Der gute alte Darmrasierer aus Star Wars Episode 1. Geh. Jetzt. Ihre Schulter zuckt ganz aufgeregt. Ich hab's gewusst. Das ist der dunkle Lord, von dem ich sprach. Ihr kennt ihn alle. Er ist natürlich fucking Darth Vader. Der darf natürlich nicht fehlen. Lang nicht mehr gesehen. Ich hatte gehofft, ihr wärt auf Nur ertrunken, als wir eure Unterwasserbasis gesprengt haben. Anakin Skywalker. Wenn ihr tatsächlich glaubt, dass eure Taten irgendetwas geändert haben. Die Festung hält Stand. Die Inquisition setzt ihre Arbeit weiter fort. Und ich bin gekommen, euch zu töten. Oh Scheiße, wirklich? Darth Vader. Sinnlos. Können wir ihn überhaupt besiegen? Du greifst mich nicht. Anakin. Du warst wie ein Bruder für mich. Ich habe dich geliebt. I have the high ground. Oh no. Ihr habt die Überreste der Jedi-Tradition zusammengetragen. Überaus praktisch. Wenn ich ihn mit der Macht angreifen will, zieht er mich einfach zu sich. Oh Gott. Der macht einen Insta-Kill? Der kann das? Na gut, das ist fucking Darth Vader halt, ne? Ach du Scheiße. Okay, nochmal. Hallo, ich bin's. Moin. Oh nö. Nicht schon wieder. Ne, lass mal. Für die Katzen kennen wir. Ihr habt die Überreste der.
Phase 2. Oh. Sterbt. Ich habe mich nur von meiner Angst losgesagt. Das wird sich zeigen. Jedes Archiv ist verloren. Lauf weg. Oh, wie geil ist das denn alles? Sein Gesicht. Ja, man sieht nichts. Aber er rennt. Brennender Hass. Ihr vergeudet eure Zeit. Oh Gott, ich bin tot. Okay, aber zum Ende der Folge machen wir diesen Kampf gegen Vader noch. Ja, ich muss ihn wahrscheinlich von vorne machen. Ich hätte gesagt, wir sehen uns dann wieder bei Phase 3, wenn er dann brennt. Dann werde ich versuchen, den Kampf erstmal bis dahin zu machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, versuchen wir das nochmal. Oh Gott. Okay, ich sollte mich heilen. Ich bin gleich tot. Eins, zwei. Ihr vergeudet eure Zeit. Warte mal, eine Schlagkombo von 3. Die hier. Den müssen wir ausweichen. Sonst bin ich Gulasch. Now is my time. Aber nicht greedy werden, das ist das Wichtigste. Es ist halt sehr stark, es ist halt Vader.
Oh nein. Der hat nicht getroffen. Aber ja, klar, Vader überlebt das Ganze. Also, dass Vader nicht stirbt, das wissen wir alle. Nicht in diesem Szenario. Sonst wäre das Ganze hier nicht mehr Kanon. Aber ist es nicht auch jetzt irgendwie Kanon, dass Jedis Lichtschwerter überleben können? So ein Stich durch die Brust oder so? Kein Problem, oder? Ich meine, so ein Streifen, das geht. Aber direkt durchstoßen? Geht anscheinend auch. Gibt's Star Wars-Serien, die das beweisen? Und sind Sie sicher? Ja, ja. Sie sind sicher. Wir finden einen schönen Platz für Ihre Gräber. Die restlichen Anachoreten haben sich aufgeteilt. Das Imperium verfolgt sie. Könnte aber zurückkommen. Seer hat BD1 genug Zeit verschafft, um uns mit den Kontaktcodes des Pfads zu erreichen. Doch das ist alles, was von ihrem Archiv übrig ist. Wir waren einer zweiten Chance schon so nahe. Was für ein schlechter Witz das doch ist. Sag mal, wie kann Vought ein Jedi und ein imperialer Spion sein? Er ist kein Jedi. Wie konnte er das schaffen? Er hat uns alle getäuscht. Ich hätte es dennoch spüren müssen. Schluss, es reicht! Wie ich gesagt habe, er hätte es spüren müssen. Oh Gott, was ist mit Kerl los? Es reicht, genug jetzt. Was Vought getan hat, ist nur seine Schuld. Es ist weder deine noch die von sonst jemandem. Es ist nur seine. Wir wissen, die Karten sind gezinkt. Aber wir entscheiden, wie gespielt wird. Schade, dass auf ihn kein Kopfgeld ausgesetzt ist. Wir hätten ihn mit einem Gildentracker aufspüren können. Der Peilsender.
So hat Bord uns auf Kobau erreicht. Ach, könnte er noch aktiv sein? Finden wir es raus. Mist, nichts. Verdammt! Kerl. Das Signal. Es ist schwach. BD verfolge es. Das Nova-Garen-System. Moment, warum sollte Bord einen Umweg fliegen? Weil er eine Tochter hat. Vielleicht lebt sie dort. Wir könnten ihn dort einholen. Aber sieht nach einer Falle aus. Ja, tut es. Also, was sagst du? Riskieren wir's? Haben wir denn eine andere Wahl? Für Seer. Und Meister Cordova. Ich tarne unsere Ankunft. Okay. Ihr zwei schnallt euch lieber an. Ich fliege. Für Seer. Bis hier. In the boat. Brechen wir auf. Okay, dann machen wir die Folge ein bisschen länger, weil wir werden auf jeden Fall erstmal hinreisen und dann dort speichern. Nichts Unerwartetes. Okay. Seher. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören können. Aber ich werde. Also, so wie es aussieht, könnte unser letzter Kampf entweder gegen Boat oder gegen Vader sein. Ich nehme mal stark an, dass Boat wahrscheinlich ins Gras beißen wird. Charaktere darf Vader. Ja, und dass wir wahrscheinlich gegen Vader am Ende kämpfen müssen und Cal unterliegen wird. Weil sonst macht das halt von der Lore halt keinen Sinn. Beziehungsweise vielleicht sind sie sich auch ebenbürtig. Maybe. Ich glaub's zwar nicht, aber mal sehen. Das sieht extrem geil aus, diese Gegend. Überall so riesige Kristalle, die überall rausragen. Mega cool. Wie geht's dir? Es ist wieder passiert. Unsere Freunde, unsere Familien sind tot. Ich weiß. Es tut mir leid. Das ist nicht deine Schuld. Aber ihr Tod darf nicht umsonst gewesen sein. Das wird er schon nicht, keine Sorge. So weit, so gut. Okay, Freunde, das war's erstmal von dieser Das war's erstmal von dieser Episode von Star Wars Jedi Survivor. Wir haben in dieser Episode ziemlich viel erlebt. Ziemlich viel Trauer, Verlust, Action, alles dabei. Also ich fand bisher diesen Abschnitt mit am geilsten. Aber mal gucken. Wir sind noch nicht am Ende. Es wartet noch ein bisschen was auf uns. Aber wie gesagt, wir nähern uns mit gemächlichen Schritten Richtung Ende dieses Spiels. Aber mal sehen, was uns am Ende noch erwartet. Also, mach's gut, bis zum nächsten Mal bei Star Wars Jedi Survivor.